Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Fuck! Scheiße! 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 Blendet vor, das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Ich erhalte Meldungen von Schüssen in der Tiefgarage. Ich konnte. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin leer geschossen! Du hast das so gewollt. Ich muss zur Bibliothek. Da bringen Sie ihn hin. Weiter geht's, Jack. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder Ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Ah. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte eine Geheimoperation werden. Wir haben, was wir wollten. Ah. Ja, werde ich. Okay, ich muss zur Bibliothek. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Bringen Sie
paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Wo kam das her? Ich bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Ich hatte mich schon auf eine ruhige Nacht gefreut. Aber wie es scheint, haben die Anti-Monarch-Proteste an der Riverport-Universität eine wirklich üble Wendung genommen. Ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber ich habe gehört, dass das Sicherheitspersonal, gestellt von Monarch Solutions, Studenten festhält. Könnte ein Weg nach oben sein. Schon, dafür ist keine Zeit. Volltreffer. Aerith Prime, haben denn keine Zeitmaschinen und sind auf dem Weg. Was zum Teufel ist hier los? HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Waffengebrauch freigegeben! Sie haben ihn! Was? Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Ich frag mich, wo der Bruder ist. Jetzt? Bist du okay? Definiere okay. Dir geht's gut. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst.
Hol mich zuerst hier raus. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Hilfe? Waren das alle? Ja, ich denke schon. Wir müssen meine Aktentasche holen und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Oh. Jack, wir müssen los. Warte. Was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte. Lösen. Ich habe das nicht gewollt. Nein! Sie gehen nirgendwo. Thank you.
Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie können...